Was ist der Rost? Okay. Heiser, bist du krank? 36. Nein, ich bin nicht krank. Heiser? Oder was? Irgendwie hört sich anders an. Keine Ahnung, was mit meiner Stimme heute Morgen los ist. Weil ich aufgestanden bin, war das so. Okay. Schläfst du bei offenem Fenster? Ja, gelegentlich. Also ich habe da die Erfahrung, ist doch auch eine Krankheit. Gefährlich ist, weil wenn es dann nachts doch mal kalt wird, das, dann wache ich auch schon mal mit Halsschmerzen auf, deswegen mache ich das nicht mehr, außer im Sommer. Daran liegt es aber bestimmt nicht bei mir, weil ich ausgerechnet heute Nacht kein Fenster offen hatte. Servus. Vielleicht sagt ich, keins offen hatte. Kann auch sein. Da ist er wieder, der Azog. Servus. Servus. Hi. Irgendjemand hat gesagt, dass du nicht mehr kommst. Dass ich nicht mehr komme. Achso, nee, ich glaube, ich habe mich da verhört. Ey, Snow, alles fit? Ja, bei euch? Was geht ab? Ja, auch. Was hat man eigentlich für Berechtigung, wenn man Draco ist? Lese es dir durch, würde ich mal behaupten, ne? Wo sieht man das? Auf dem Rang. Wenn du den Rang kaufen willst, steht es drinnen. Achso, okay. Kaufen, damit du es weißt. Das ist der Drache, ich habe ihn gar nicht erkannt. Was ist mit deiner Stimme passiert? Ja, keine Ahnung. Ich habe es gerade schon dreimal erzählt. Die ist ich bin einfach aufgewacht und die war so. Ah, ja, das passiert manchmal. Also mir auch zum Beispiel. So klinge ich immer nach den Wiesen. Nach dem Oktoberfest klinge ich immer so. Ja, genau. Wenn du im Bierzelt mitgrölst. Genau. Oh, dieses Game ist so hart, ey. Oh, das ist so krass, also wie man wirklich pixelgenau die Bilder malt, das ist so heftig. Ja, das stimmt. Wie das dann für alle entsteht, ne? Mhm. Ja, ich habe das damals von Ding, von einem Let's Player gesehen, mit Zelda. Oh ja, das ist auch so. Was es auf Nintendo gibt. Wollte ich mir eigentlich damals holen, aber ich habe es mir auch tatsächlich geholt, weil das konnte man ja kostenlos kaufen, wenn man quasi das Ding hatte. Aber ich habe kein Nintendo 3DS mehr. Oh nein. Meiner ist im Arsch und ich kann das. Ich hab gehofft, dass sie es auf der Switch rausbringen, ne? Also, dass die so einen Emulator für die Switch machen. Ja. Aber da bin ich bisher enttäuscht worden. Voll ärgerlich. Schade. Jetzt habe ich es, könnte es mir jederzeit runterladen. Mhm. Aber mein Nintendo DS ist im Arsch. Ja. Voll scheiße. Dumm. Im Arsch. Ja, fang nur durch, alles gut. Okay. Ich habe gerade auf deine Amazon-Wunschliste geschaut und da steht jetzt die Grafikkarte, aber du hast letztes Mal gesagt, dass du keine Sachen über 100 Euro reinmachen wolltest eigentlich. Ja, will ich auch eigentlich nicht, aber das mit der Grafikkarte war heute wieder so ein Problem. Ja, ich kann es verstehen. Ich habe es jetzt einfach mal reingemacht, also man muss es ja nicht kaufen. Das es wäre so cool, wenn wir das einfach zusammenwerfen könnten, aber man findet halt nicht so viele Leute. Man könnte eine Spende daraus machen. Warum? Ja, was für Grafikkarte? Hast du nicht eine 1070 drin? Ja, die ist ich habe eine 1070 drin, geil. Aber ich weiß nicht, das ist wie habe ich Gebrauch gekauft, weil die halt sonst zu teuer gewesen wäre damals. Ja, ja. Und da ich die über Amazon gekauft habe, bin ich eigentlich davon ausgegangen, Gebrauch und so. Aber normalerweise Gebrauch kaufe ich nichts für Computer. Ich kaufe mir normalerweise nur neue Sachen. Ja, das habe ich auch gemacht. Aber was los? War halt Arbeit, aber halt Amazon, dachte ich mir halt so, ja, ne, kann man mal machen. Ja, das war jetzt spackt sie halt rum. Kannst du dir nicht einfach das Geld dann auszahlen lassen, weil es gibt jetzt viele Leute, die dich unterstützen bei YouTube. Da ist doch bestimmt auch was zusammengekommen. Ich kann mir das Geld nicht auszahlen lassen und das wüsste man auch eigentlich. Inwiefern spinnt denn die Grafikkarte? Warum hast du überhaupt eine 1080 drin, also in der Wunschliste? Weil ich einfach einen Kumpel von mir gesagt habe, es soll mir mal einfach eine Grafikkarte geben, die besser ist als meine aktuelle und die mir halt was bringt, die nicht so teuer ist. Aber du kriegst die 1080 ist solide. Aber du kriegst eine RTX 270 für 400 Euro. Warum die 1080? Ja, da. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich passt die nicht zu meinem Setting. Keine Ahnung. Doch. Da ist noch ein Unterschied. Ja, ich kann nochmal einen anderen Kumpel fragen. Mal fragen. Aber jetzt mal zum Punkt.
Was macht denn die 1070? Warum, was meinst du mit rumspinnen? Vielleicht kann man ja trotzdem. Warte mal, ich packe die erstmal auf die private Wunschliste, wenn die wirklich dingsig ist. Zu teuer ist die. Ja, echt aus, der hat auch schon eigene Sachen programmiert und sowas. Also der ist echt tief. Der kann sich da auch bestimmt gut beraten. Das ist jetzt mal meine private Wunschliste. ja, die Sache ist halt die, ich habe ein Kumpel von mir meinte, dass das wahrscheinlich, also er hat es auch schon mal gehabt, so einen ähnlichen Fehler, dem habe ich den Fehler gezeigt über Discord Livestream. Ja. Also Privatstream halt so, ne? Für ihn und mich. Und er hat gemeint, so ja, das liegt wahrscheinlich daran, hat er auch schon mal gehabt, dass bei der Grafikkarte intern in der Grafikkarte irgendein Ding nicht richtig funktioniert, irgendwas. Und das dafür sorgt, dass zum Beispiel, was die Grafikkarte macht, hat eine Funktion, dann irgendwie V-Synch oder irgendwas anderes. Und wenn ich die Einstellungen ändere, dann müsste es funktionieren, zumindest so mal provisorisch. Und das tut es auch. Ja, aber das Problem ist, ich habe mir jetzt vorgestern ein neues Spiel gekauft, ein richtig neues, was jetzt rausgekommen ist. Und es hat die Funktion V-Synch noch nicht. Jetzt kann ich das nicht zocken. Und bei manchen Spielen funktioniert es mit dem V-Synch ändern und bei manchen nicht. Ja, aber deswegen, warte mal, aber das. Also ist das Einzige, was aktuell nicht funktioniert, ist, dass der V-Sync nicht aktiviert ist. Ich weiß nicht, ob das V-Sync ist. Ich weiß nur, dass ich in den Einstellungen, wenn ich rumspiele, bei manchen Spielen funktioniert es, dass es dann wieder normal läuft und nicht dieser Grafikfehler auftaucht und bei manchen Spielen eben nicht. Und was meinst du mit Grafikfehler? Von links oben nach rechts unten oder andersrum oder einfach quer durch irgendwelche Streifen, die das komplette Bild überspannen. Ironisch dabei ist, dass lustigerweise bei manchen Spielen, wie zum Beispiel bei Borderlands oder so, ne? Ja. Das nur im Hintergrund ablaufen, das Hub. Also sprich, deine Lebensanzeige, deine Karte und alles, ist komplett unbetroffen. Das ist doch hier, ist meist wahrscheinlich Tearing. Also das ist wirklich, das hilft, dagegen hilft tatsächlich V-Sync, aber. Das klingt für mich aber nicht gerade so, als ob die Grafikkarte kaputt wäre, sondern dass es eher ein Softwarefehler wäre, nicht an der Grafikkarte selbst. Dann hätte ich es aber nicht bei verschiedenen Spielen und dann hätte ich es auch vor allem nicht so random. Und bei manchen Einstellungen, wenn ich sie ändere, dann funktioniert es. Aber das ist ja der Punkt, so, wenn die Grafikkarte wirklich diesbezüglich kaputt wäre, dann müsste es ja überall aufkommen und nicht irgendwie random, das macht ja wenig Sinn. Das klingt echt erst Software-seitig. Sind die Grafikkartentreiber aktuell? Das wollte ich auch gerade fragen. Die Grafikkartentreiber sind aktuell. Die Einstellungen sind aktuell. Ich habe nahezu alles überprüft, was man überprüfen kann. Kannst du mir ruhig glauben. Kann da nicht ein Kumpel drüber gucken? Hatte ich ja schon mal Kumpel drüber gucken lassen. Das ist ja der Witz daran. Hat er mal seine mitgebracht, dass du mal einfach mal einbaust und testest? Nö. Weil es kann auch am Monitor liegen, eventuell. Ja, aber das kann auch nicht sein, weil ich habe zwei Monitore verschieden angeschlossen. Einmal über die Anlage, einmal direkt über die Kabel, einmal direkt an den Monitor, einmal direkt an den Fernseher, anderes HDMI-Kabel versucht, anderes Kabel versucht. Ich habe aber eine Idee. Ich hatte genau denselben Fehler schon mal und ich glaube, der kommt halt jedes Mal, wenn Rudi im Grad rotiert, der dumme Hurensohn, Alter. Headshot in deinen Kopf, Alter, mit Revolver, du dreckiger Bastard, Alter, Pipi-Kacke auf dein Grab, du Hurensohn. Los, Rainer, bann mich, Rainer, los. Schieb mir den Bann ein. Wie den Luan in deinen Arsch. Ich würde allen empfehlen, mutet ihn einfach. Los jetzt. Rainerle. Bann mich, Rainer. Mutet ihn einfach, den kleinen Lutscher. Mutet ihn einfach, den Lutscher. Dann passt es. Dann komm, kann er so lange Scheiße labern. Headshot in den Kopf. Kacke auf dein Rudi, sein Alter. Vater. So lässt sich vielleicht lieber mal einen Job suchen. Kack auf dein Vater sein Nein, Grab, ich weiß nicht, Alter. Was kann man eigentlich sein? Siehst du, dein Vater rotiert? Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Drache, du bist fett. Fette Sau, Alter. Fehler. Ja, ich weiß halt nicht. Ich habe halt alles ausprobiert. Ist noch jemand da? Ich bin noch da. Bin auch noch da. Wie gesagt, muted. Rudi ist tot und deine Schwester auch, Alter. Ich bann den jetzt nicht, weil das ist mir jetzt, ganz ehrlich, das ist mir jetzt zu blöd. Ah, da kann ich weiter zuhören, auch gut. Richtig schönes Kino hier, mein Freund. Ich fällt nicht ein, was ich da noch machen kann. Leute, was seid ihr alle so ruhig, Alter? Ich hab da echt alles versucht, was ich machen konnte irgendwie, aber. Wiegst dir nett, Alter? Könntest von deinem Kumpel die Grafikkarte mal einbauen und testen. Shirai, du Lutscher, Alter. Könnte ich theoretisch das immer machen. Shirai, Alter. Der wird mir seine Grafikkarte nicht geben. Shirai schenkt doch deine Grafikkarte an den Drache, Alter. Du Lutscher. Selbst wenn.
Los jetzt hier. Nee, also macht ja auch irgendwie. Der Grafikkarte im Träger sein Arschloch, Alter. Es ist auf jeden Fall, muss es mit der Grafikkarte irgendwas zu tun haben, weil hängt ich am Rudi, halt, der rotiert, habe ich doch gesagt, Alter. Hört so einen Fehler habe ich noch nie gehabt und ich wüsste auch nicht, was es sonst sein kann. Verdammte Axt, Alter. Unbesiegt, ungefickt, Alter. Dummer Hurensohn, Rainer. Sehr mysteriös, dass Rudi rotiert. Ja, ja, ja. Stranger genau, genau, halt. Genau, also genau, genau. Eben, eben. Spielst du eigentlich Animal Crossing oder so? Nee. Auf der Amazon-Wunschliste, weil irgendjemand gemeint hat, ja, hol dir das, aber eigentlich kein Interesse. Wo ist denn die? Ich meine, da kann man wenigstens sein Haus nicht so verkommen lassen wie du. So scheidende Einschmeißende. Das stimmt. Ja. Meinst du? Ja. Aber wo ist denn die Hotdog-Maschine hin? Und dann hätte ich mal eine Frage. Ja. Warum verschwendest du deine Freizeit damit, hier so einen Scheiß zu bauen? Weil ich Bock drauf hab. Ja. Das ist eine dumme Aussage gewesen und ein dummes Kindergedöns. Braucht noch jemand mehr aufs Maul? Ich weiß nicht, warum ihr eure Zeit so verschwendet. Ihr hockt hier seit Wochen drinnen und labert andere und labert die Leute hier zu, macht die Leute dumm an und dann kommt ihr nur hier rein, um gleich gebannt zu werden. Also, ich weiß nicht. Mir wäre das zu dumm. Dafür wäre mir mein Leben auch viel zu schade, ey. Drache? Ja. Wo ist denn die Hotdog-Maschine? Die ist ja gar nicht mehr auf der Wunschliste. Was da passiert? Ich habe die runtergenommen, weil ich sagte, ich wollte eigentlich ein Video dazu machen, aber ich konnte jetzt kein Video dazu machen. Und deswegen habe ich die erste Mal runtergenommen. Kannst du das mal erklären? Weil das ist ja eigentlich ein Gastrogerät. Also du kannst ja auch einfach heißes Wasser welche reinschmeißen. Wieso braucht man sowas für ein Pfad? Das will ich erklären. Das will ich eigentlich in dem Video machen, dass ich nicht hochladen kann. Und deswegen habe ich sie vorläufig nochmal von der Liste genommen. Weil ich die für ein Video verwenden will. Und weil ich mir da überlegt hatte, da könnte man hergehen. Und es ist der gleiche Grund, warum ich mir eine Popcornmaschine gekauft habe. Damit habe ich eigentlich was vorgehabt. Ja, das Video da im Hof mit dem großen Rummel, den du da verarschen wolltest. Naja, genau genommen wollte ich mich verarschen, den Rummel. Ja, meine ich. Magst du Zuckerwatte wirklich? Also ich finde die extrem abartig. Ja, als Kind war die geil. Mittlerweile muss ich sagen, es waren die Kindheitserinnerungen, sind auch nicht mehr so geil, Alter. Jetzt wo ich die auch wieder mal seit langem, ich habe die ja seit Jahren das erste Mal wieder gegessen, als ich die Zuckerwattemaschine selber hatte. Und ich finde es auch mittlerweile nicht mehr so geil, da gebe ich dir recht. Und wie war euer Tag heute so? Ja, gut. Top. Bist du schon wieder da? Hast du zu viel Freizeit oder was? Hä, was? Nein, ja. Ich war Nutzername. Ich war der vorher nach dem Gamer angefragt hat. Tut mir leid, wenn du mich jetzt verwechselst. Ja. Ich hatte heute meine erste Mathe-Vorlesung. Also man hat Spaß gemacht? Nein, Quatsch. Jetzt schon keinen Bock mehr. Ich habe heute zum ersten Mal erfolgreich Feuer gebohrt. Das war ein ziemlich geiles Erfolgserlebnis. Wie ich Informatik studiere, also ich meine, gut, Mathe macht mir zwar nicht so viel Spaß, das ist leider so, aber alle anderen Aspekte der Informatik interessieren mich, deswegen studiere ich das. Okay. Man hat da nur mal Module im Studium, die einem nicht so gut gefallen, trotzdem Pflicht sind, da muss man durch. Ja, logisch. Scheiß Studenten, Netzaler. Ist halt echt so, Mann. Ich lebe auf den Starttaschen. Naja, solange du keinen Scheiß baust damit und was Gutes lernst, ist doch gut. Ja, denke auch. Ja, auch an Ironie. Willst du Hacker werden oder wieso? Studierst ja, du das? Nee, nur am Rande, ne? Wenn du Etzeler verwenden willst, auch wenn du haten willst, solltest du es vielleicht vernünftig verwenden. Aber diese Kindergartenkinderaktionen, wenn du selber nicht weißt, wo man Etzeler einbaut in einem Satz, ne? Ich hoffe, du bist kein Student, also, weil wenn du sowas in einem Satz, in einem Studium, in einem irgendeinem Referat verhaust, wenn du da irgendwie Punkte drauf kriegst, ne, dann solltest du ein bisschen besser lernen. Hat das gerade wer gesagt?
Ja. Oh, das habe ich nicht gehört. Ich auch nicht. Vielleicht hast du die Person gemutet gehabt. Eigentlich nicht. Nein, aber nochmal, warum studierst du Informatik? Willst du Hacker werden? Nein, generell Anwendungsentwicklung interessiert mich oder Softwarearchitektur finde ich auch nicht schlecht. Das hat auf jeden Fall Zukunft. Das stimmt. Aber DevOps-Ingenieur finde ich auch interessant. Machst du dann zu Hause die ganze Zeit Studium jetzt, wo alles so schlimm ist, oder wie läuft das ab? Das Semester ist komplett online bei mir. Ich habe schon gehört, es gibt ein paar Unis, die fangen irgendwie schon Mitte Mai wieder an mit Präsenzbetrieb, dass man mal hingehen kann. Aber uns ist es bis September geschlossen. Das ist nice. Ja, finde ich auch richtig bescheuert. Kommt auch auf das Bundesland vermutlich an, wo du bist. Ja, NRW, ich denke, wir haben relativ viele Fälle. Kann gut sein, dass sie deswegen das so gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es daran jetzt liegt, aber ich glaube, alle Fachhochschulen NRW sind auf die gleiche Entscheidung gekommen und haben gesagt, bis Ende September nichts mehr. Mehr Klausuren schreiben müssen, mehr Klausuren mit Webcam bestätigen und so ein Scheiß, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ich nehme einfach mein Gesicht Feuer auf und halte dann die Videoaufnahme da rein. Und das wäre anders. Ganz ehrlich, irgendwie finde ich das übrigens schon strange, ne, wenn du Klausuren schreiben musst und dann das online machen kannst, dann kannst du davon bescheißen. Ja, ist halt wirklich so, das ist halt wirklich unsicher. Tja, das ist irgendwie strange geworden. Ja gut, aber ist halt Ausnahmesituation, ne? Was will man machen? Ich meine, du kannst halt schlecht sagen, okay, ihr könnt gar nichts machen. Und es gibt halt Module, wo du schlecht Alternativprüfungsvorgänge durchführen kannst. Aber ich finde halt schon, dass es ein bisschen arg übertrieben ist. Ich meine, gut, ja, es sind Menschen gestorben und ja, es ist ein aggressiver Virus, aber es ist schon ein bisschen arg Panikmache, Alter. Nee, finde ich ganz so gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Denke auch nicht. Also da muss ich dir echt widersprechen. Schon ich auch. Stalien-Drache. Schon mal viele Weil Menschen da sterben. Es sterben so viele Leute, es ist so gefährlich, also da kann man nicht sagen, dass es Panikmache. Ich meine, nur weil es in Deutschland nicht der Fall ist, wir haben ja, sag ich mal, ein gutes Gesundheitssystem, aber wenn man mal auf andere Länder schaut, dann ist das katastrophal. USA, ja. Die USA hat gerade so hohe Todeszahlen, die sterben doch da weg wie Fliegen. Was haltet ihr immer von diesen Vergleichen mit der saisonalen Grippe, die mehr Leute bisher dahin gerafft hat? Wird nicht so schlimm sein, wenn bei die Amis haben ein paar weniger abgehen mit ihren Waffen. Gibt es ein weniger Kriege. Ich fand das halt ganz lustig, dass Trump gestern in der Tagesschau, oder es kam in der Tagesschau, dass er gesagt hat, dass er einen Untersuchungsausschuss bilden will, ja, der genauer untersuchen soll, ob nicht wirklich ein Biochemie-Kacklabor dieses Virus versehentlich freigesetzt haben könnte. In Wuhan. Er weiß aber schon, dass viele ihn dafür verantwortlich machen, oder? Die machen den für Corona verantwortlich? Ja, hast du es noch nicht gehört? Verschwörungstheorien und so. Nee, damit habe ich schon von mehr Leuten gehört. Da gibt es eine Verschwörungstheorie, dass der angeblich damit verwickelt sein soll. Inwiefern? No front. Was hältst du von diesen ganzen Verschwörungstheorien? Ach du. Ich meine, ich find die halt relativ spannend. Ich find die interessant, dass sich Leute sowas ausdenken. Ja, eben drum. Ich schwöre, 9/11, beste Geschichte. Ja, immer noch. Es ist interessant, dass die meisten Leute nicht wissen, was WTC 7 ist, dass es noch ein Nebengebäude gab. Das weiß so gut wie keine Sau. Ja, aber ich schwöre, ich weiß alles. Ich habe einen Abend lang das geguckt. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Das ist halt manchmal echt ein bisschen. Also an die, mehr ganz im Ernst, an die offizielle Version glaube ich auch nicht. Also es ist. Ja, ich fällt mir auch schwierig, aber letztendlich kann man es nicht wirklich beweisen. Ja, so semi, ne? Es gibt ja viele Auffassungen, aber es ist auch immer schwierig zu sagen, okay, ob die Quelle legitim ist. Also, ja. Aber ja, das Ding bestand nahezu nur aus Stahl. Und wenn du dir mal die Bilder von Ground Zero vor Augen hältst, die Trümmer, die da noch übrig waren. Das Ding war 400 Meter hoch. Wo ist das ganze Zeug hin? Das wurde pulverisiert. Sah aus wie so ein COD-Nuke. Also es muss auf jeden Fall irgendwas sein, was Stahl pulverisieren kann. Und eine Aluminiumblechdose, nein.
Energy-Bombe. Müssen wir mit sagen, irgendjemand hat die Energies, die ich hier habe, eine Bombe gebastelt? Ja, pass auf. Wo hast du eigentlich so viele Energies her, Tom? Ja, die waren auf meiner Wunschliste. Eigentlich auch wieder eher als Scherz. Und ja, da haben wir die... Hab mir halt wirklich jemand verschickt, Alter. Alter. Warum als Scherz? Naja, weil es übertrieben ist. Eigentlich, oder nicht? Wie? Reinhard, wir haben das doch vor 3 Tagen besprochen. Da habe ich doch gesagt, hau die einfach rein. Irgendjemand kauft sie dir schon. Ja, ich habe sie aber wirklich als Scherz reingehauen. Ich habe doch nicht gedacht, dass das wirklich jemand macht. Ach so. Ja, du hast ziemlich viel als Scherz drin. Manche Sachen ja, manche Sachen nein. Ich war mir relativ sicher, dass die einer kauft. Ich finde es halt immer interessant, ob da was passiert oder nicht. Und 36 weiß, Dosen oder was? Oder wie viel hast du geschickt bekommen? Und ich weiß, dass die Hater, ja, 36 Dosen. Und ja, ich weiß, dass die Hater immer drüber lachen, weil ich sage, ja, oder mich damit immer verarschen wollen, weil ich sage, ja, ich packe da viele Sachen aus Scherz drin. Aber tatsächlich packe ich viele Sachen wirklich aus Scherz drin. Einfach, weil ich mir denke, ich will wissen, ob die das wirklich machen. Aber es ist halt nichts drin, was nutzlos ist. So. Ja. Und wie lange denkst du, hält das so jetzt, die 36 Dosen? Also wenn ich so weit das auf wie heute, nicht lange. Hab heute 3 Dosen getrunken. 3, also nicht so viele, wie man vielleicht meinen würde. Boah. Hab vor jeder Sorte jetzt eine getrunken, halt quasi. Ja. Hab schon überlegt, ein paar zu verschenken, Freunde oder so. Ja. Also ich persönlich finde die ja ekelhaft, das ist ja nur Zucker. Ja, ich glaube, es geht. Es geht beim. Also der Pfirsich ist definitiv nicht nur Zucker. Der schmeckt halt wie ein Eistee. Hm? Ja, es sind eher Geschmacksverstärker, ne? Genau. Ich würde kaufen, weil ich mir eine Aber es ist real talk, ich glaube, der Zuckergehalt, gut, ob es gut oder schlecht ist, ist eine andere Sache, aber der Zuckergehalt ist gar nicht mal so hoch bei den Energy Drinks. Ich meine, das gut, aber ich meine, da ist auch nur Scheiße drin. Richtig, das ist der Punkt, den ich meinte mit alles andere, aber. Ja. Naja. Man gönnt sich sonst nichts, oder? Richtig. Ich sag's mir so, ich habe auch viel Scheiße erlebt im Laufe der Jahre und ich finde, in gewisser Weise kann ich mir sowas dann schon mal gönnen. Was ich so ja, auf jeden Fall. Energy hat auf die Leber ähnliche Auswirkungen wie Alkohol. Ja. Jetzt ehrlich? Ja, dann kann ich ja, beruhigt weiter trinken, weil so viel Alkohol trinke ich nicht. Ja, dann trinkt doch Jägermeister mit Energy. Da hat sich irgendeine Frau täglich irgendwie, was weiß ich, 12 Dosen oder so reingehauen und die ist dann irgendwann ins Krankenhaus gekommen und die hatte so eine vergrößerte Leber, dass sie gesagt haben, die muss doch Alkoholikerin sein. War sie vielleicht, ja. Nee, war sie nicht. Das kam nur von Energy. Also ich kann es so oder so nicht trinken, weil ich gleich Herzrasen bekomme danach. Verstehe nicht, warum. Hier ist es genau andersrum. Also ich kriege überhaupt nichts dazu. Das ist auch krass. Ja, ich kann, ich sauf dir, ich habe ja, wie gesagt, ich habe 3 Dosen gesoffen, ne? Das ist krass, Mann. Und ich habe auch schon 3 Tassen Kaffee schon getrunken. Und gar nichts. Aber sollte das nicht eher besorgniserregend sein? Ja, kannst du dann ganz normal schlafen, oder? Ja, ich bin sogar so müde, dass ich mich jetzt endlich direkt hinlegen kann. Obwohl ich vor 3 Stunden oder vor 2 Stunden getrunken habe. Krass. Ansonsten probierst du mit bisschen Speed, dann bist du auch wach. Du, ich sauf das Zeug nicht, um wach zu sein. Das war nie meine Intention dahinter. Ich trinke die, weil die mir schmecken. Aus keinem anderen Grund trinke ich die. Okay. Depi, warst du das gerade? Ja. Ey, hast du eigentlich mal geschafft, ne? Du Schlawiner. Boah, mittlerweile ist es echt anstrengend, Alter. Was denn? Ah, dieses Pixel-Game, was ich da zocke. Geht auf die Augen, oder? Ja, ganz am Anfang war es gar nicht so schwer. Du hast halt irgendwie 8 verschiedene Farben gehabt und so, ne? Und halt jede Farbe irgendwie 20 Mal oder so. Würdest du das hier über den Discord vielleicht mal streamen? Ich würde mir das Spiel mal gerne anschauen wollen. Holst dir einfach, das Ding ist kostenlos. Ah, kostenlos? Okay, ja, nice. Einfach auf Steam Coloro Pixel, kannst du ja auf meinem Namen, siehst du, wie es heißt. Aber nur die Frage, ist das nicht ein bisschen langweilig? Überhaupt nicht, das ist total spannend sogar. Echt? Nee, das Spiel ist geil. Das ist total geil, also richtig, naja, spannend, vielleicht jetzt nicht unbedingt für jeden, also es ist halt eher ein entspannendes Game. Du spielst halt im Prinzip, das ist halt Malen nach Zahlen, nur halt im Pixel-Style.
Zockst du eigentlich auch Counter-Strike? Du hast quasi Pixel und malst die alle nach und nach aus und umso komplexer die Bilder werden und umso mehr Pixel hast du quasi, die du ausmalen musst. Das ist ja, ich sehe es gerade, guck mal ein Video an. Jetzt zum Beispiel male ich gerade eine richtig coole Landschaft im Hintergrund mit einem Wolkenhimmel und unten drunter so eine kleine, im Vordergrund, so eine kleine Wüste mit Gräsern und alles. Das ist voll krass. Kannst du eigentlich auch im Real Life gut malen? Was kann ich gut? Gut malen, zeichnen. Ach so, gar nicht. Mit der Hand besser als auf dem Rechner auf jeden Fall. Aber ich würde es nicht als Zeichnen betrachten. Ja, als Kleckern. Kleckern vielleicht nicht unbedingt, aber malen halt ist was anderes. Mal was anderes. Ich habe letztens gesehen, dass du oben rechts in der Leiste, als das noch ging, dass du mal wieder Sekiro gespielt hast. Wird da noch was von öffentlich oder spielst du das nicht mehr? Ich habe mir das nur noch mal angeschaut, um noch mal zu bestätigen zu sehen, wie scheiße das war. Das Spiel habe ich gleich nach 2 Tagen wieder zurückgegeben. Ja, aber ganz ehrlich, ganz am Anfang ist dieser Tutorial-Bot und der bringt dir jede Mechanik bei. Nur das Spiel bestraft dich halt konsequent dafür, wenn du dich nicht dran hältst. Aber ich finde, Sekiro ist nicht unfair. Es war schwer, aber es geht wohl. Naja, die Sache ist halt die. Ja. Ich hab an Videospiele vielleicht andere Anforderungen als du. Ein Videospiel ist für mich etwas, was ich in meiner Freizeit spiele, um mich abzulenken von der Realität. Ja. Um einfach entspannt zu sein, weißt du? Aber so gar keinen Anspruch, das finde ich auch irgendwie zu wenig. Ich finde es schon interessant, wenn ich gewisse Herausforderungen habe, klar. Aber ich will halt kein Spiel, das bis zum Erbrechen zum Kotzen schwer ist. Ja? Ich habe an meine Spiele eigentlich eher den Denkanstoß als Anspruch. Also sprich, anstatt jetzt genau im richtigen Moment die richtige Taste zu drücken und im richtigen Moment auszuweichen, habe ich den Anspruch an meine Videospiele, dass die mich zum Denken auffordern und dass man wirklich darüber nachdenkt oder so. Solche Sachen interessieren mich. Deswegen spiele ich auch total gerne, gut, jetzt Pixelart ist vielleicht nicht unbedingt ein gutes Beispiel dafür, aber ich spiele auch total gerne Sudokus und so ein Zeug. Kannst du Schach? Ja, ich spiele auch Schach, genau. Oder das Spiel, wo du das Haus zusammenräumst. Wobei ich jetzt auch schon verdammt lange kein Schach mehr gespielt habe. Würdest du schon eher sagen, dass du so ein Strategiemensch bist? Ich bevorzuge Spiele, bei denen ich denken muss, ja. Ja. Also generell mit viel Text und so zum Beispiel. Aber Super Mario Maker ist nicht weiter fortgesetzt. Warum? Weil ich dazu sagen muss, der zweite hat mir überhaupt nicht gefallen. Also der erste war richtig cool, auch von der Steuerung her und so. Aber der erste hat mir besser gefallen. Der zweite war irgendwie, weiß ich nicht. Ist das zweite nicht genau das gleiche Spiel, inklusive mehr Inhalt? Naja gut, man muss dazu sagen, ich habe auf der Wii U mit dem Ding gespielt, ne? Mit dem Gamepad, nicht mit dem Controller. Und auf dem Controller finde ich, ist die Steuerung so verfickt ungenau. Ich kann es schon spielen, aber das funktioniert halt besser, wenn ich es mit dem Ding spiele. Ja, die Steuerung ist nicht genau genug. Deswegen spiele ich auch keine Shooter am Computer. An der Konsole meine ich. Das verstehe ich, ja, aber Jump'n'Run ist doch eigentlich... Ja, das Jump'n'Run schon, aber ich spiele es ja vor allem deswegen, weil ich ja Dinger spielen will. Ja. Weil ich ja eigene Level erstellen will. Das Jump'n'Run, ja, da kann ich jedes alte Mario auch spielen. Ja, ist mir schon klar, aber nee, ich meinte nur, weil du meintest, ja, egal. War schon. Ja, hast du eigentlich Link's Awakening fertig machen? Nee, wenn ich es fertig hätte, würde ich es auch als Let's Play fertig machen. Das Problem ist jetzt, seit ich umgeräumt habe und auch davor, hatte ich so die Zeit zwischendurch, weil auch andere Sachen anstanden. Okay. Und jetzt aktuell ist das Problem, dass ich erst wieder gucken muss, wie ich das Ganze sortiere, weil ich ja umgebaut habe, mein Zimmer und alles. Ne? Und man muss jetzt erstmal schauen, wo ich das alles aufbaue, weil ich muss das ja alles so hinstellen, weil ich habe ja nicht nur die Konsole, sondern ich habe ja auch die digitale Schnittstelle, also den Grabber, zwischen Computer und Konsole und Fernseher. Und deswegen muss ich da erstmal gucken. Ja. Konntest du dir schon einen Mundschutz besorgen, Rainer? Wofür? Es ist jetzt Maskenpflicht in Bayern. Ab nächste Woche. Ja, ab nächste Woche Montag erst. Ich werde mir keinen Mundschutz besorgen, ich wüsste auch nicht warum. Na, dann kannst du nicht einkaufen gehen sonst. Dann kannst du nicht einkaufen gehen, richtig. Okay, seit wann kann ich mir nichts mehr bestellen? Das verstehe ich nicht, wo ist das Problem? Ach, bestellst du deine Lebensmittel? Meistens. Beste. Amazon für mich. Also ich verstehe halt nicht, wo das Problem ist, weißt du?
Ja, normale Menschen gehen halt in den Laden rein und. Normale Menschen. Also die meisten Menschen, die ich kenne, Menschen, die ich kenne, ja, sind alle normal. Und von denen bestellt sich gut wie jeder, seit es sowas wie Lieferdienste gibt, wo auch Lebensmittel liefern, bestellt sich gut wie jeder von denen. Viele von denen bestellen schon alleine aus dem Grund, weil die keine Zeit haben, zum Einkaufen zu fahren, nachdem die von der Arbeit heimkommen oder so. Da haben sie auch keinen Bock mehr drauf, noch eins einkaufen. Aber ist doch bestimmt teurer, oder? Ja, geht schon. Amazon Fresh ist. Eigentlich nicht. Also auch Rewe-Lieferdienst gibt es ja auch inzwischen. So Supermärkte. Mhm. Aber da brauchst du eine Mindestbestellmenge, ne? Aber wenn du so einmal in der, also bestellt, man hat einmal im Monat, dann bestellst sowieso ja mehr. Also ja, ich gehe einmal im Monat richtig einkaufen, ja. Und dieses eine Mal im Monat, wo ich richtig einkaufen gehe, da zahle ich locker mal, 120, 200 Euro kaufe ich da schon ein. Plus, minus. Das ist halt der Monatseinkauf, ne? Ich gehe halt nicht jede Woche nochmal neu in den Laden. Und ich bestelle ja auch nicht jede Woche was. Ich bestelle einmal für die komplette Woche, da bestelle ich dann Sachen wie Nudeln und so ein Scheiß. Und das sortiere ich dann halt zu Hause alles in die Regale ein und dann habe ich das halt. Hm. Und soll ich den auf Vorrat kaufen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist die Lieferzeiten gibt es nicht mehr. Ich glaube, 4 Wochen, da kriegt man erst einen Termin oder so, weil alles voll ist. Ja, ist alles gut. Amazon hat ja umgestellt, dass du nur noch Lebenswichtiges sofort geschickt bekommst und alles andere zurückgestellt. Ey, bei Amazon Fresh auch, oder was? Das weiß ich gar nicht. Aber Amazon Fresh kriege ich auch keinen Termin. Irgendwie voll komisch. Was ist das? Dann werden Energy Drinks als lebenswichtig eingestuft? Und scheinbar schon. Naja, die waren ja nicht lange auf der Wunschliste. Wie lange waren die drauf? 3 Tage? 4 Tage? Ich habe die am Freitag oder so draufgepackt. Also die waren übers Wochenende bloß drauf eigentlich. Und sind jetzt heute direkt geliefert worden. Also ich habe mir zum Beispiel Hausschuhe... Kann ja aber auch sein, dass Drittanbieter das liefern, nicht Amazon selbst, ne? Ja. Bitte? Stimmt. Es gibt ja, sag mal so, du kannst ja auch Sachen auf Amazon verkaufen als Privathändler, ne? Also die nicht selbst von Amazon verschickt werden. Ja, kein Plan. Weil die Hausschuhe habe ich draufgepackt am letzten Wochenende und da steht jetzt frühestens in einem Monat überhaupt. So, die 13. Was passiert eigentlich, wenn ich mir jetzt irgendeine Tiefkühlware bestelle und ich bin nicht zu Hause? Stellen die sich dann einfach im Kühlschrank? Pass auf, die sagen dir normalerweise, wann die da sind und wenn du nicht da bist, hast du ein Problem, schätze ich mal. Weißt du, dann werden sie es wieder mitnehmen und am nächsten Tag müssen wir nochmal probieren, schätze ich mal. Kriegst du ein anderes Lieferzeitfenster oder so? Aber ich habe mal eine allgemeine Frage. Habt ihr noch sowas wie den Bofrostmann oder den Eismann? Ja. Bei uns gibt's den noch, fährt einmal die Woche oder sowas? Gab es bei uns, wie ich ein Kind war. Da haben wir immer Eis gekauft. So, das war so übrigens so der Eismann bei uns. Aber ich habe den auch seit Jahren immer rumfahren sehen. Bei uns gibt es den noch vereinzelt. Also ich bin noch Kunde. Ich kaufe nur einmal im Monat. Also ich theoretisch gesehen denke ich, dass man da einfach nur die Telefonnummer raussuchen muss, anrufen muss und dann halt bestellen muss, also sagen muss, man will halt was haben oder so und dann schicken die den halt vorbei, schätze ich mal. Genau, du musst Kunde werden, dann kommen die bei dir vorbei. Findest du die Entwicklung, sag ich mal, über Onlinehandel denn gut oder bist du eher so ein Typ, der sowas wie Bofrost vermisst oder dass man einfach in so einen Kaufladen geht? Ich kaufe ja viel auch im Laden, so ist es jetzt nicht, jetzt aktuell halt nicht, weil ich keinen Bock habe, ständig mit Maske oder so einen Scheiß rauszurennen, weil ich mir da jedes Mal vorkomme wie ein Verbrecher, wenn ich in den Laden gehe, aber so an und für sich kaufe ich halt generell schon gerne im Laden ein, also mir persönlich ist es eigentlich ziemlich schnurz. Aber du würdest halt auch schon deine Mitmenschen schützen wollen mit einer Atemschutzmaske und sowas. Du, glaubst du wirklich, dass mir nach 16 Jahren meines Lebens Mitmenschen noch in ansatzweise interessieren? Naja, aber es gibt auch alte Personen und die haben doch mit dem gar nichts zu tun oder Kinder. Ja. Das sind doch irgendwelche Vollspacken, die das dann. Ja, aber es sollte doch selbstverständlich sein. Also was ist das? Naja, also es sind ja nicht
sind ja nicht 100% der Bevölkerung. Junge, ich glaube, ich habe in meinem Leben genug Scheiße mit irgendwelchen Idioten mitgemacht und habe genug für andere getan. Ja, da also, kann ich mir ein bisschen Selbstsüchtigkeit durchaus erlauben. Aber man muss ja auch, man muss das ja differenzieren. Ja. Es sind ja jetzt nicht alle Leute, die über Rewe rennen, irgendwelche Hater oder so. Ja. Man muss es auch mal differenzieren, was ihr ständig für Fragen stellt und ich euch ständig darauf antworte. Also, ich meine, ihr bringt hier ständig irgendwelche Sachen, wo jeder weiß und wo sogar andere gerade schon mehr oder weniger andeuten, dass ihr hier Hater-Fragen stellt, dass ihr hier rumnervt und rumhatet. Und ja, aber ist noch nicht einmal und ich bin sogar noch so kulant, es euch zu sagen. Also, aber was? Sorry, das ist jetzt eine Hater-Frage. Sorry, aber ich bin arrogant genug zu sagen, wenn ich das sagen will. Wenn ihr unbedingt meint, dann stellt mich als das hin, was ihr meint. Dann bin ich halt arrogant, dann bin ich halt assi, dann bin ich halt scheiße. Ist mir doch egal. Was interessiert mich, was du denkst? Oder was irgendein anderer von euch denkt? Warum sollte mich das kümmern? Ich mache mein Selbstbewusstsein nicht davon abhängig, was andere von mir halten. Hätte ich das getan, hätte ich mir längst umgebracht. Du musst das mal ein bisschen anders vielleicht sehen. Nicht als Hater, als Hater-Fragen, sondern eher Coronavirus ist das Thema unserer Zeit und du hast mit deiner Größe auf YouTube eine gewisse Verantwortung. Ja, sehe ich auch. Deswegen ist es natürlich spannend, dich zu fragen. Leute schauen meine Videos, weil sie mir die ganze Zeit auf den Sack gehen wollen, im größten Teil. Ja. Und du redest von Verantwortung, wenn Hater hergehen, irgendwelche Nacktbilder in einem Stream posten und das auf meinem YouTube-Account dann sich in das Signal einhacken. Und du willst mir etwas von Verantwortung erzählen. Pass auf, ich lasse mich an dem Tag von euch belehren, ja, wie ich mich zu verhalten habe, an dem ihr es besser macht. Verstanden? Und bis zu diesem Tag lasse ich mich von niemandem belehren. Weil jeder, der mich belehren will, sollte es erstmal besser machen. Und sollte erst einmal versuchen, mit dieser Scheiße klarzukommen, über so einen Zeitraum wie ich. Dann reden wir nochmal drüber. Ja, aber du kannst, ganz ehrlich, ich finde, du kannst auch nicht sagen, nur anders nicht erlebt haben. Ich kann alles, was ich will. Das ist der Unterschied zwischen euch und mir. Also, aber ich kann, also, was ich will. Wenn ich nochmal was einwerfen darf, also das ist jetzt auch nicht als Hate gemeint oder so, aber ich schätze mal, dass du jetzt ja nicht zufrieden bist mit deiner jetzigen Situation, ne? Warum? Weil ja, warum soll ich damit nicht zufrieden sein? Wenn ich nicht zufrieden wäre, glaubst du wirklich ausgerechnet, ich bin ein Typ, wenn ich nicht mit irgendwas nicht zufrieden wäre, dass ich es nicht ändern würde? Ja. Also du bist sozusagen zufrieden mit der jetzigen Situation, so wie alles ist. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Echt? Also du sagst immer, du bist in der jetzigen Situation wieder. Deinem Leben. Ihr schaut auch mich bestimmt jetzt nicht erst seit gestern. Ich verfolge dich circa seit 2 Monaten, glaube ich. Ihr müsst doch selbst wenn ihr noch so große Hater seid oder mir noch so groß ins Kopf gehen wollt, müsst ihr doch irgendwann, ja, lass mich mal ausreden jetzt. Sorry. Dann müsstet ihr doch wohl verstehen, dass ich einer von den Menschen bin, der genau das, was ihn stört, ändert. Folglich, wenn ich mein Leben so, wie ich es führe, scheiße, falsche Farbe, wenn mich irgendwas in meinem Leben stören würde, dann würde ich es ändern. Und zumindest diese eine Sache sollte auch der Letzte noch begriffen haben inzwischen. Naja, du hast schon oft gesagt, du willst abnehmen und hast es nicht geändert. Und weiter? Dann bin ich halt zum Entschluss gekommen, dass es anders ist. Und was ich euch sage und was Tatsache ist, sind sowieso 2 verschiedene Schuhe. Ich sag viel, wenn der Tag lang ist. Also sagst du jetzt, dass du uns anlügst, oder was? Ich sage, dass ich das sage, was ich für richtig halte. Ich verstehe nicht, wir haben uns doch gerade so schön unterhalten. Wieso ist die Stimmung umgekippt? Ja, chillt man alle jetzt. Bleib mal ruhig, Mann. Weil es immer so ist. Ja, aber ich verstehe das nicht. Von auf der anderen Sekunde auf die nächste ist irgendwie gerade komisch. Das liegt daran, weil ich das im Normalfall lange Zeiten immer ignoriere. Aber irgendwann habe ich keinen Bock mehr, es zu ignorieren. Aber ich hatte jetzt auch keiner getrollt oder was? Hallo, wir waren doch gerade. So, dass ich das meistens eben lange Zeit immer ignoriere. Ja. Und du sagst ja gerade, so komische Fragen und alles, das ist richtig. Und irgendwann ignoriere ich diese Fragen halt nimmer, weil es mir auch irgendwann auf den Zeiger geht. Und das ist nämlich genau der Punkt. Die Hater wollen sich immer schön damit, die bringen immer ihre Unterschwelligkeiten und meinen, ich merke es nicht. Ich habe, wenn ich das richtig mitgezählt habe, habe ich etwa 36 unterschwellige Botschaften die ganze Zeit ignoriert. In der Zeit, wo die ganzen Leute hier mir irgendwelche dummen Fragen gestellt haben und ich habe die ganze Zeit freundlich darauf reagiert. Ich finde es halt recht lächerlich eigentlich. Und jetzt sagen das euch sogar schon andere, dass die das komisch finden, dass solche komischen Fragen gestellt werden.
Also, weiß nicht. Sollte man vielleicht mal ein bisschen dran arbeiten, ne? Also von mir nicht. Eigentlich bin ich reingekommen, weil ich dich was fragen wollte, aber ja. Aber es wurde doch nur gefragt, ob du Masken trägst. Und das ist ja frei. Weil wenn du jetzt auf der Straße bist und Menschen umbringst, das ist ein Unterschied zum Mobbing halt, ne? Wenn ich auf der Straße bin ohne Maske, dann bringe ich niemanden um. Naja. Wenn du eine ältere Frau stehst und die anderen... Also erst einmal, ja, hast du anscheinend das Prinzip von der Maske nicht verstanden, du Vogel. Ja, ich sag absichtlich, du Vogel. Soweit ich informiert bin, kann natürlich sein, ihr dürft mich gerne unterbrechen, sollte ich mich täuschen. Was aber ich weiß, ist die Maske nicht... Ja? Hm? Nee, sag bitte, Rainer, red weiter. Ja, wenn er mich unterbrechen will, soll er mich unterbrechen, soll er das sagen? Was willst du denn das sagen? Jetzt hast du die Chance, ich bin ruhig. Kindergarten hier, echt Wahnsinn. Nutzername, was ist denn? Du wolltest doch gerade was sagen. Nein, ich war nicht der. Es war der X-Samariter, war das. Mach einfach weiter, Rainer. Scheiß auf ihn. Jetzt habe ich eh den Faden verloren. Du wolltest sagen wegen den Masken. Die informiert? Masken sind dafür, dass, ihr, dass ich nicht selber angesteckt werde, oder nicht? Andersrum. Nee, andersrum. Ja, und warum? Ja. Hä, das ist doch Schwachsinn. Ja, aber die Masken sind doch erst, wenn du einkaufen gehst, nicht wenn du draußen rumläufst. Guck mal, diese. Du, ich finde ja, diese Masken sowieso in jeglicher Hinsicht lächerlich. Dieser Virus wird durch Tropfen weitergegeben. Tropfen sind auch. Zum Beispiel, ich habe eine feuchte Aussprache. Zum Beispiel. Oder allgemein, wenn du halt jeder Mensch tut beim Reden Tröpfchen ausspucken, auch wenn er halt normal spricht. Und dadurch gibst du halt diesen Virus weiter. Wenn du diese Maske trägst, bleiben quasi die Tröpfchen, weil sie in der Mitte hängen. Habe ich eine effektivere Methode als eine Maske. Sprich mit niemandem. Ja, oder so. Genau wie die Sache mit dem Einkaufswagen. Den Einkaufswagen soll man mitnehmen, damit man den Abstand einhält. Ja, ich habe eine effektivere Methode. Halt einen Abstand ein und fass nichts an, was andere angefasst haben. Im Idealfall. Oder fass am besten möglichst wenig an, was andere angefasst haben. Ist das denn bei euch im Rewe auch schon so das Problem, dass da ständig Leute mit Einmalhandschuhen reinrennen und die danach überall auf dem Parkplatz verteilen? Ja, bei uns. Also überall nett, aber ich war jetzt letzte Woche das letzte Mal. Und da war auch, als ich rausgekommen bin, waren auch auf dem Parkplatz plötzlich Einweghandschuhe rumgelegen. Denkt mir auch so, hallo? Das ist so eine Sauerei. Ja, Mann. Was ich am lustigsten finde, ist, seit das mit dem Corona ausgebrochen ist, ne, rennen mehr Leute draußen rum, obwohl Ausgangssperre war, als wie vorher. Ich meine, ich wohne hier seit 30, 31 Jahren, ne? Und ich weiß ja, wenn ich auf das Kirche fahre, dass da Leute rumlaufen und so. Und dann fällt einem das schon auf, wie viele Leute plötzlich auf der Straße unterwegs sind. Woher weißt du das? Naja, weil mir das auffällt. Ich meine, früher hast du mal ein oder zwei Leute gesehen und das innerhalb von ein, zwei Tagen, wenn du vorbeigefahren bist. Jetzt siehst du 6 bis 8 Leute pro Fahrt. Wenn ich auf das Kirche fahre, laufen ständig irgendwelche Leute rum. Heute auch wieder. Vielleicht liegt das auch daran, dass Winter war und jetzt der Frühling beginnt und die Leute mehr rausgehen. Du, ich wohne seit über 30 Jahren hier. Mhm. Das ist auch in den letzten Jahren im Sommer nicht so gewesen. Also, das meine ich ja damit. Okay. Es fällt mir halt auf jetzt gerade, weil eben so viele rumlaufen, fällt es mir auf. Und wenn das, also ich habe jetzt die letzten Jahre nicht drauf geachtet, aber es fällt einem ja auf, wenn mehr Leute draußen rumlaufen. Und es hat mit dem Herbst oder so überhaupt nichts zu tun. Oder mit dem Frühling halt. Haben da eure Behörden schon irgendwie was so gesagt oder wollen die das eindämmen wieder? Keine Ahnung, was die damit vorhaben. Ich bin doch keiner von den Behörden. Wie kommst du drauf, dass ich das weiß? Klingt jetzt schon irgendwie komisch, ne? Also. Was klingt komisch? Dass da so viele jetzt plötzlich bei euch draußen rumrennen und scheinbar alles. Ja, das ist halt wieder typisch Menschheit. Erst wenn es verboten wird, ist es wieder interessant. Ist doch typisch Menschheit, ist doch immer so. Oder nicht? Ist euch das nicht aufgefallen? Das ist bestimmt bei euch genauso, nicht nur bei uns. Ja, finde ich auch.
Ja, und dann denke ich mir halt so, weißt du, alle beschweren sich drüber, dass sie nicht rausgehen dürfen und bla 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 und keine Ahnung. Und da rennen sie überall zu 5, zu 6 rum. Hier auch bei mir vor der Ortschaft, also das sind jetzt keine Hater gewesen oder so, ne? Aber hier durch die Ortschaft läuft normalerweise nie jemand, der spazieren geht. Außer vielleicht die Hater, wenn sie wieder mal Stress machen wollen. Aber sonst läuft hier vielleicht einmal, vielleicht zweimal die Woche einer durch. Jetzt heute sind bestimmt 6 Mal welche durchgelaufen. Und das immer in Gruppen von 2 bis 5 Leuten. Also das ist schon irgendwo hart lächerlich, wenn du mich fragst. Ja, weil eigentlich wollte ich dir einen Buchtipp geben, weil einer meiner Lieblingsbücher, weil ich eigentlich diesen Buch rein wollte. Also das, weißt du, du kennst ja WoW, und einer von den Zeichnern hat ein Buch geschrieben, die Geschichte von... Shit, jetzt habe ich einen Faden verloren. Wie heißt da dieser komische, nicht Robin Hood, der andere da, der... Ja. Ja, hier mit Hook und so. Wie hieß der Typ nochmal? Peter Pan. Ja, Peter Pan, genau. Alter. Ja, sorry. Und jedenfalls dieser Brom, der ist halt ein Zeichner von WoW, der hat halt... Meint ihr, die Gamescom findet dieses Jahr statt? Nein, ist abgesagt. Ist abgesagt. Online-Event. Und der brecht ihn halt jetzt mal, ne? Der redet doch gerade. Sagt mal, wir hatten ja eure Erziehung genossen, sagt mal. Und jedenfalls hat er das Buch umgeschrieben und neu... Wechselt einfach Thema. Als Erwachsener halt, die Geschichte von Peter Pan als Erwachsener umgeschrieben. Ich finde die ziemlich gut, so wie der das geschrieben hat. Was war es mit Gamescom? Ich kenne nur den Film mit Pan. Hieß der Pan oder hieß der Hook? Mit dem Ding. Ich glaube, der hieß Hook. Nee, es gab einen Film mit dem... Gott, wie hat der geheißen? Mit dem Robin Williams? Robin Williams, ja, der hieß, glaube ich, Hook, aber... Ich gab auch einen Film von Robin Hood, Peter Pan, der auch so hieß, Pan. Ich glaube, der war neuer, weil das Hook ist schon ein bisschen älter, ich glaube, der ist schon 10, 15 Jahre oder so. Ja, und der Hook ist halt auch, da ist der Peter Pan auch erwachsen quasi, und das ist eben dieser Robin Williams. Und dann kommt er eben zurück in die Welt so. Voll interessant eigentlich auch. Nee, ich meine nicht, dass Peter Pan erwachsen ist, sondern die Geschichte ist erwachsener geschrieben. Also. Ziemlich gut. Man war nie so meine Welt, wenn ich ehrlich bin. Wow, ich habe gerade mal ein bisschen in der Presse geguckt, nachdem Drache das meinte, von wegen, dass da so viele Leute draußen rumrennen. Und habe gerade einen Artikel gefunden: Polizei stoppt Corona-Party in Emskirchen. Keine Ahnung. Also. Uff. Bestimmt Hater. Nee, glaube ich nicht. Bei uns, die Jugendlichen hängen auch bei uns alle. Ich wohne über einem Marktplatz und bei uns hängen die auch immer auf dem Marktplatz rum und werden immer vertrieben von der Polizei. So, was weiß mit der Gamescom? Die wird nur noch, die wird digital ausgestrahlt, aber nicht, dass du vor Ort hin kannst. Das sind ja viele Veranstaltungen. Mann, Alter, ich glaube, bis zum 31.08. sind alle Großveranstaltungen abgesagt. Ja. Jo. Die Biosa, sorry, wenn ich dich falsch ausspreche, aber ich hatte dich gemutet, keine Ahnung warum. Ich wusste gar nicht, dass du gerade redest, deswegen sollte nicht Disrespect sein oder so. Wer meinte das? Ich. Hört mir keiner zu. Nice. Alles gut. Ich habe nur einen gemutet, das ist dieser komische NWO-Hater da, dieser komische Drohne. Der geht mir so einfach auf den Schaff. Ich habe keine Ahnung, warum ich dich gemutet habe. Weiß nicht. Ich habe dich gar nicht reden gehört. Vielleicht, als ich gestern zu viel über Animes geredet habe. Kann das sein? Nee. Nicht deswegen. Also ich kann mich hier schon vielleicht verklickt oder so. Keinen Plan. Hier ist noch eine. Und hier. So, bin ich fertig? Nee.
Aber Tatsache, der Nordbayern hat echt darüber geschrieben. Das war aber schon letzten Monat. Na, hab's auch gerade erst gefunden. Krass, ey. Die teils alkoholisierten Jugendlichen folgt nur widerwillig den Polizeianweisungen. Naja, es waren vor einiger Zeit auch Hater bei mir vor der Haustür, die auch wieder Stress gemacht haben, offen ordentlich besoffen waren und richtig Stress gemacht haben. Ey. Wann war das? 20.3. steht hier, am Mittwoch. Das von mir war vor 3 Wochen. Okay. Oder so. Das Geilste war, mein Nachbar ist an denen vorbeigefahren, er hat nichts gemacht, er ist nur an denen vorbeigefahren. Einer von denen springt auf, tritt gegen das Auto und wollte dann dahinterher bei der Polizei damit durchkommen, dass mein Nachbar ihn angefahren hätte, obwohl 5 oder 6 Leute es gesehen haben. Wow. Und die waren aus Bremen. Voll lächerlich. Oh, so in meiner Nähe. Ach, das stand auch in der Zeitung, ja. Genau, ja. Die sind dann später bei im Krankenhaus gewesen, haben dann da noch Stress gemacht. Und hat dann so viel Stress gemacht, dass er von der Polizei sogar gefesselt wurde. Also. Ja, es war Alkohol. Die sind von Bremen extra zu dir gekommen, oder wie? Ja, das ist nicht ungewöhnlich. Alter, ich glaube, das war nicht nur Alkohol, es waren auch Drogen dabei, weil der eine Typ, der das so ausgeraubt hat. Alkohol ist eine Droge. Das würde mich nicht mal wundern, weil der Typ ist so fertig gewesen mit der Welt. Vor allem, der ist halt hier rumgerannt wie gesenkte Sau, ne? Der ist hierher gerannt, hat dann Sachen auf mein Grundstück geschmissen. Also der rennt hier rauf, steht direkt vorm Tor, schreit meinen Namen. Dann rennt er die Straße runter mit einem Stein in der Hand, schmeißt den auf mein Grundstück, auf mein Haus, rennt die Straße wieder hoch und schreit rum, hört auf, Sachen aufs roches Haus zu werfen, als hätte der andere das geworfen. Dann rennt er ein Stück die Straße hoch, wie so gesenkte Sau. Rennt dann gegenüber von meinem Haus, ist so ein Busch, ne? so ein Hügel, rennt den Hügel mit Vollgas hoch, packt sich irgendwas, rennt durchs Gebüsch mit Vollgas wieder runter, auf die Straße, ohne zu gucken, hätte jederzeit vor Auto rennen können, schmeißt wieder was gegen mein Haus, rennt wieder die Straße drauf, hört auf, Sachen auf das Haus zu werfen, verpisst dich mal, hört mal auf, hier Scheiße zu bauen. Der Typ war ohne Scheiß, das war Fremdschämen auf höchstem Niveau, Alter, ohne Scheiß. Aber haben die bei dir irgendwas vom Krankenhaus angesprochen oder so? Weil ich verstehe irgendwie die Verbindung nicht, wie die dann so die Krankenhaus sind ins kommen. Krankenhaus, die sind ins Krankenhaus gefahren, weil die, warte mal kurz, 2001, das hier. Die sind ins Krankenhaus gefahren, ja, weil die, Alter, voll das kranke Bild. Die sind ins Krankenhaus gefahren, weil die, weil angeblich mein Nachbar sie über den Haufen gefahren hat. Was? Einen von denen. Ja, wie gesagt, die sind aufgesprungen, haben gegen das Auto von meinem Nachbar getreten. Ich habe es von oben vom Balkonfenster aus gesehen, beziehungsweise vom Badezimmerfenster aus. Und die haben dann halt voll rumgeschrien und alles und haben dann behauptet, mein Nachbar hätte sie angefahren. Und weil der Anne angeblich am Fuß verletzt war, hat er bei der Polizei auch noch Körperverletzung machen wollen und halt mich haben überfahren. Ne? Die Polizei hat dann halt den Krankenwagen gerufen. Dann ist der Krankenwagen gekommen, hatten aber nicht mitgenommen und die scheinen dann im Nachhinein nochmal nach Neustadt zur Polizei in den Krankenwagen gefahren zu sein, ins Krankenhaus gefahren zu sein und dann halt noch einmal keine Ahnung, wurden da halt irgendwie Stress machen oder keine Ahnung und dann haben sie da halt auch nochmal Stress gemacht und dann sogar müssen die sogar da die Polizei gerufen haben quasi und es stand halt ein paar Tage später stand es dann in der Zeitung hart lächerlich alle. Und solche Leute machen sich über mich lustig, weißt du, da denke ich mir auch jedes Mal komme ich mir da verarscht vor. Verstehe ich auch nicht, wie man sich über dich lustig machen kann. Ich verstehe schon, wie man sich über mich lustig machen kann. Aber ich verstehe nicht, dass es solche Leute sind, die sich über mich lustig machen können, weil das sind doch die letzten Leute, die sich über andere lustig machen sollten. Darum ging es mir jetzt. Wenn man sich über mich lustig machen kann, verstehe ich durchaus. Produzierst du eigentlich gerade aktuell vor für deinen YouTube-Channel? Nö, überhaupt nicht, aber ich arbeite aktuell an meinem neuen Musikvideo. Okay. Also aber in 3-4 Wochen soll das kommen, theoretisch gesehen. Ein Musikvideo? Ja, ja.
Der Song ist schon fertig. Gibt ja schon zwei Stück, ne? Zwei, drei Musikvideos gibt's ja schon. Es gibt schon einen ganzen Haufen mehr. Aber auch Musikvideos? Es gibt Lyric-Videos und es gibt aber auch hier und da Musikvideos. Ja, von denen rede ich jetzt. Lyric ja, das müssten aber auch schon mindestens vier oder fünf sein. Das ist, ich hab für den ersten Song habe ich eins gemacht. Das war für Ankündigungslaut. Für Krieg habe ich eins gemacht. Ja. Für, warte, jetzt muss ich überlegen, war das für Ulu? Ich glaube, das war für Ulu. Bin mir gar nicht sicher. Für Ulu, glaube ich, war es. Warte, ich schau mal nach, bevor ich jetzt sage, was rumlabere hier. Ach so, das sehe ich jetzt hier nicht mehr, weil die beschissenes Studio umgearbeitet haben. Jetzt gibt es ja das Classic nochmal. Gebt ihr die Videoproduktion eigentlich an Dritte weiter oder macht ihr das selbst? Mach ich alles selber. Wieso ihr? Das mache ich. Ach, die Musik ich machen. Für die Videos bin ich verantwortlich. Ach so. Für die Videos bin ich verantwortlich. Also ich dachte, ihr macht das so als Band, sieht das auch aber. Ja, ja, die Musik. Alter, wer tippt denn das aggressiv? Das ist ASMR. Die Musik machen die anderen, das ist nicht ASMR. Die anderen haben. Habt ihr mir irgendwas zu sagen, ihr Komiker? Wenn ihr euch jetzt über mich lustig macht, weil ich sage, dass das nicht ASMR ist, das oben, ja, in dem Raum, das haben die anderen gesagt, dass ich das mache. So. Für mich ist das kein ASMR und ich mag das nicht, wenn man das macht. Andere wollen das und deswegen habe ich extra den Channel gemacht. Mir ist auch, das soll ja auch auf den Sack gehen, immer, das geht mir echt. Wenn ihr euch über andere lustig machen wollt, dann geht woanders schon. Einfach mal googeln, dann weißt das. Für Opas Google hier. Google es, dann weißt das. Also, es gibt ein Musikvideo. Warte. Auf jeden Fall gibt es eins für Barrenkrieg. Es müsste eins für Ulu geben. Ankündigungslaut auf jeden Fall. Muss ich jetzt alles durchchecken gerade? Kannst du nicht einfach irgendwie bei YouTube suchen? Drache Musikvideos oder so? Ich schaue ja gerade nach. Achso. Also musst du einfach mal gucken auf meinem Hauptkanal. Das sind halt die auch extra als Musikvideo gekennzeichnet. In einer Playlist zusammengefasst. Da kannst du mal gucken. Und mit welcher Kamera nimmst du das auf? Mit meiner normalen, mit meiner ganz normalen Kamera, die ich seit 6 Jahren, die ich seit 9 Jahren benutze. Darf ich fragen, was für ein Modell das ist? Eine Sony. Ja, das ist keine besonders gute, aber damals war es ja nicht verkehrt. So. Na, ja, ist gut. Ist auch, geht doch, ja, ist okay. Ich meine, eine teure Kamera, also eine gute Kamera kostet auch ein bisschen Geld, ne? Die hat damals über 1400 Euro gekostet, weil es eine. Weil es eine. Alter. Ja, weil die eine Ding-Funktion. Was für ein Modell ist das denn? Die hat eine 3D-Funktion. Also man kann mit der auch 3D-Videos machen. Wie heißt die? Sony 3D Handcam tatsächlich. 3D Handcam. Jetzt mittlerweile kriegst du noch für 800, 900 Euro. Falls sie nicht inzwischen wieder runtergesetzt wurde. Ich habe sie schon lange nicht mehr gesucht. Das letzte Mal, als ich sie gesucht habe, hat sie, glaube ich, 980 Euro gekostet. Ist es die Sony HDR TD20 V3D Camcorder, 64 GB? Warte, wo ist er denn hier? Gebraucht für 1,3, Alter. HDR HD10 ist das, was ich habe. HD, wie bitte? Die AVC HD HDR TD10. Finde ich jetzt nicht, naja, egal. Warte, ich schau nach. Da heißt jemand bei den YouTube-Membern Drachi, let's fist again. Ja.
Und weiter? Schon ein schöner Name. Ich habe was von Fisten gehört. Nicht Fisten, sondern Fist. Achso, okay. Und sorry. Stopp. Okay, das System wieder ab. Ich poste, achso. Ja, ich poste mal minimal kurz in den Ding rein. Könnt ihr auf den Link gehen. Warte. Wo rein? In der Musik, was mich interessiert. Das steht so drin, ist der Amazon-Link zu der Kamera, die ich habe. Es ist exakt die, die ich habe. Und da steht aber jetzt kein Preis dabei, allerdings. Rainer, war das eigentlich ernst gemeint, dass du mehr arbeitest als jemand, der Vollzeit arbeitet, also eine 40-Stunden-Woche hat? Ja, warum auch nicht? Ja, ich weiß nicht, ich finde die Aussage nicht gut. Ich finde auch, finde ich gut, was du machst, aber das heißt noch lange... Was mache ich denn? Ja, mit einem Gehate. Du bist doch nur im Discord, weil du keinen anderen hast zum Reden. Genau, ich habe keinen anderen zum Reden. Aber ja, wen denn? Junge, nur weil du... Du bist hier mit 14 Leuten im Raum, die dich hassen. Na, du doch auch, du redest doch mit auch keinem. Na und weiter? Wo ist das Problem? Ich im Gegensatz zu dir bin so gesellig, dass ich bereit bin, mich mit Leuten einzulassen, auch wenn sie mich hassen. Und du? Was ist deine Ausrede, dass du hier bist? Du hast anscheinend keine Freizeit, hast anscheinend kein Leben, hast anscheinend nichts Vernünftiges zu tun und willst dich über andere Leute lustig machen? Merkst du eigentlich noch was? Vielleicht solltest du über dein eigenes Leben mal nachdenken, bevor du anderen ans Bein pissen willst. Also ist zumindest meine persönliche Meinung. Wow, ein sprachloser Hater, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, was ist denn? Also, willst du nicht rechtfertigen oder so? Was soll ich denn sagen, Rainer? Ja, wie wäre es nochmal, wenn du mal erklärst... Was soll ich sagen, wenn jemand, der nur zu Hause ist, frisst und wichst? Ja, 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 ich kann wichsen. Ja, ja, ich kann ja, fressen. Toll, Rainer. Was ist mit dir, du bist Alter? Doch nur triebgesteuert, weil du 30 Jahre lang gefühlt bist. Junge, du redest nur über mich. Was ist denn mit dir? Ich kenne mich, ich weiß, dass bei mir nicht so ist. Ja, Wahnsinn, aber was rechtfertigt das, was du hier abziehst gerade? Naja, deine Aussage, dass Arbeiter, die hart arbeiten, 40 Stunden in der Woche, von irgendeinem arbeitslosen Penner vorgeführt werden auf YouTube. Naja, du jedenfalls arbeitest nicht, zumindest nichts Vernünftiges, weil wenn du was Richtiges arbeiten würdest... Oh, du Bastard, wenn du wüsstest, was ich arbeite. Wenn ich wüsste, was du arbeitest, dann würde ich das Gleiche jetzt auch sagen, pass auf. Ja, klar, ich habe schon härter gearbeitet, als jemals arbeiten würdest. Junge, du bist hier drinnen in deiner wertvollen Freizeit. Wenn du wirklich was Vernünftiges arbeiten würdest, würdest du in deiner Freizeit ganz ehrlich, nicht so eine Scheiße hier abstehen. Die Stunde investiere ich, dass ich dir das sage. Das, ja, das ist schon traurig genug, Junge. Ja, traurig genug, dass du sowas sagst. Komm, Junge. Hallo. Mach das so. Hi. Hi. Ich weiß nicht, ich bin schon wieder im Kindergarten, Alter. Du kommst hier und bringst zum Kindergarten. Nee, verstehst du das nicht, dass das Leute interessiert, was du sagst? Dass das Leute wirklich provoziert? Leute, die hart arbeiten? Mir interessiert es nicht, ob du dich provoziert fühlst. Und dann stellst du dich hin? Warum bist du da hier? Überstunden? Junge, warum bist du dann hier, wenn du hart arbeitest? Dass ich dir das sage. Nein, du bist hier, weil du Kindergarten machst. Du hast in deinem Leben wahrscheinlich... Nee, du machst... Was für ein Bullshit. Ja, du kommst hier rein und verschwendest deine Freizeit. Du tust so, wie wenn du der harte Arbeiter wärst. Du hast 40 verschiedene Berufe in deinem Leben. Ich tue so. Ich mache auch was für meine Sachen. Ich war mit 6 im Wald. Mit 6 im Wald. Ich arbeite seit meinem 14. Lebensjahr, wo ich Geld verdiene. Ja, das glaubst du ja selbst. Seit meinem 14. Lebensjahr verdiene ich mein eigenes Geld. Junge, du hast 30 Jobs gemacht. 30 Jobs und du stellst dich so hin. 60 habe ich gemacht. Und nicht 30. Ja, ist doch noch schlimmer, wenn dich 60 Firmen nicht brauchen, weil du unfähig bist. Ich bin nicht unfähig, sondern es sind die Zeitarbeitsfirmen, die mich eingestellt haben und ständig vor einer Firma zur nächsten. Warum warst du bei einer Zeitarbeitsfirma, weil du nichts kannst? Nein, weil ich keine Ausbildung hatte. Und weiter? Ja, und? Das heißt nur, dass man ich kann in doch der Praxis... Eine anfangen. Das heißt nur, dass eine ich... an. Junge, das heißt nur, dass ich in der Praxis besser bin als in der Theorie. Ja, dann mach doch was Praktisches. Da kann man Habe ich getan. Seit ich 14 Jahre alt bin, arbeite ich. Also du warst in der Zeit...
Seit ich 14 Jahre alt bin, arbeite ich. Seit ich 14 Jahre alt bin, verdiene ich mein eigenes Geld. Mein Vater hat mir, seit ich 14 bin, kein Taschengeld mehr gezahlt oder zahlen müssen, weil ich meine eigene Kohle verdient habe. Wie lange hast du Taschengeld gekriegt? Bis du 17 warst? Bis du 20 warst? Junge, du brauchst mir nicht erzählen, was ich verdiene. Weil ich habe mein ganzes Leben für alles, was ich habe, gearbeitet. Wie lange machst du YouTube, Rainer? Wie lange machst du YouTube? Spielt keine Rolle. Ich habe das anfangs neben der Arbeit. 8 Jahre. Und ich habe seit 2015 mache ich nur noch YouTube. Ich habe bis 2015 noch normal gearbeitet und seit 2011 mache ich YouTube. Du könntest doch, du willst doch einfach nicht mit YouTube aufhören, weil du dann wieder was Echtes arbeiten musst. Junge, von das jemanden, ist, der hier drinnen rumeiert und hier den Leuten auf die Eier geht. Das ist schon. Und seine Stunden an Freizeit damit verschwendet, hier drinnen auf mich zu warten und hier drauf, wie ihr es so schön ausdrückt, zu lauern. Ja? Von dem lasse ich mir nicht sagen, wie ich meine Freizeit zu gestalten habe. Hast du wenigstens schon die Sozialstundenarbeit gemacht, Rainer? Junge, was ich in meinem Leben mache, gebe ich Gott sei Dank nichts an. Wenigstens eine Leistung für die Gesellschaft, Rainer. Bring doch einmal eine Leistung für die Gesellschaft. Ja, was denn? Wenn du wüsstest, was ich für die Gesellschaft schon geleistet habe. BF-Mitglied. Was hast du denn geleistet? Ach komm, halt doch einfach mal das Maul. Junge, ganz ehrlich, der kann doch nicht einmal ausreden lassen, weißt du? Das wäre so ein typisches Kindergarten-Gedöns, Alter. Wenn die immer die Fresse aufreißen und einen nicht einmal ausreden lassen können, solche kleinen Hirnzöne, Kinder, Alter, ohne Scheiß. Redet mit Respekt. Was bist du denn so heiße? Da will er über einen rumlabern, will einem was erzählen, weißt du? Und dann hockt er selber stundenlang hier drin, um einen auf den Sack zu gehen. Also. Von so jemandem lasse ich mich bestimmt nicht belehren. Das ist doch echt hart asozial und hart lächerlich. Was meinte er gerade mit Sozialstunden? Ach komm, lass ihn labern. Die meinen schon wieder, die wissen besser über mein Leben Bescheid als ich. Das ist genau das, was ich meine. Die labern halt den ganzen Tag nur Kindergarten und labern Scheiße. Mhm. Wenn die nur halb so viel wissen würden, wie sie tatsächlich immer behaupten, dann... Aber das mit den Sozialstunden stand doch in der Zeitung auch. Das ist ja real. Dann würden sie sich wahrscheinlich, Alter, dann würden sie sich wahrscheinlich selber umbringen, weil ihnen auffallen würde, wie dumm sie eigentlich sind. Ich gehe doch nicht immer gleich aufs Umbringen und so, das ist doch scheiße. Worüber ich rede, ist immer noch meine Angelegenheit, glaube ich. Weil ich mir nämlich nicht von anderen Leuten sagen lasse, was ich sagen darf und was nicht. Weil ich in einem freien Land lebe und weil ich in einem freien Land meine Meinung äußern darf. Und meine Meinung ist, die würden sich umbringen, wenn die nur die Hälfte von meiner Scheiße mitmachen würden. Also wenn wir die Hälfte von meinem Scheißleben erleben würden. Also Meinungsfreiheit hat auch seine Grenzen. Meinungsfreiheit. Hast du deine Mutti mit 2 nicht alles beigebracht? Was? Redest du gerade mit mir? Nein, mit wem denn sonst? Du bist hier der Erste, der hier redet mit dir. Anstand, das lernt man, wenn man 2 ist. Und was bist du? Ich ein Witz über Selbstmord. Und tust du als ich habe keine Witze gemacht. Alles, ich habe keine Witze gemacht. Dass sich der Wirtschaftsmeister eben Wirtschaftsding umbringt. Was machst du früher? Also ich mache das halt selbst zu mir mit. Ich schaue halt mal, ich rede. Ach so, tut mir leid. Lächerlicher Scheiß. Du willst mich ja was erzählen, ja? Kommst hier rein, verschwendest deine Freizeit, laberst hier stundenlang rum und willst nur was erzählen. Stundenlang rum. Ich bin seit 5 Minuten drin. Mein ernsthaft, ihr solltet, ja, die Platte fängt an mit an. Ohne Scheiß, ich nehme wirklich eine Platte auf und lasse sie abspielen. Weil Fakt ist, dass ihr, ich habe über 2100 Leute hier auf dem Server und stundenlang gammelt ihr in einem Raum und lauert darauf, eure Ausdruck, was ich meine, dass ihr in einen Raum kommt, um andere auf den Sack zu gehen, um mir auf den Sack zu gehen. Und dann denke ich mir jedes Mal, ihr macht euch über mich lächerlich und verbringt Stunden eures Lebens mit nichts tun, nur darauf warten, dass ihr hier reinkommt. Ja, also sagt mal, wer von uns ist bescheuerter? Ich, der einfach nur das macht, was er für richtig hält, oder ihr, die hier reinkommen und stundenlang warten, damit sie ja mal 2 Sekunden lang labern können und dann gebannt werden oder nicht mehr gehört werden? Also ihr solltet echt mal über euer Leben nachdenken, anstatt euch über meins lustig zu machen. Weil die Letzten, die irgendwas die Fresse aufreißen sollten, sind die Leute, die hier die Scheiße bauen. Also ganz ehrlich, ich habe noch eine Frage dazu. Also das ist jetzt keine Haterfrage, aber warum gibst du den Hatern denn die Angriffsfläche? Ich gebe denen überhaupt nichts. Die bilden sich irgendwas vielleicht ein, das sie haben. Ach, jetzt ist die süße Maus. Hi, Jay. Na? Hi. Na? Ist auf jeden Fall hart lächerlich, Alter. Außerdem sind die Frauen die Letzten, die mich irgendwie anpissen sollten, Alter. Ich meine, wie viele von denen haben sich schon tatsächlich so herabbegeben, mit mir wochenlang zu schreiben, nur um hinterher 2 Minuten Zeug immer zu veröffentlichen. Also ganz ehrlich.
Das ist ja für mich echt die härteste, allerhärteste Nummer. Hast du eigentlich schon mal auch welche Groupies gehabt, die ein Bett bekommen? Natürlich. Weil eine erste Frage, ja, das kann ich mir vorstellen. Habe ich auch schon gehabt, klar. Ach, als ob. Es gibt nicht nur Hater. Es gibt nicht nur Hater, auch wenn ihr das immer glaubt. Das glaube ich schon. Hast du eine Ahnung ungefähr, wie viel jetzt zeitdauermäßig an Material von dir schon veröffentlicht wurde? Also jetzt mal rein aus Interesse an, an der Frage. Das interessiert mich auch nicht. Und ganz ehrlich, wenn man das sich, wenn man das rausfindet, ne, dann wird sich wahrscheinlich auch der eine oder andere, sollte sich dafür vielleicht auch schämen, Alter. Allein die Tatsache, wie viel Zeit die zum Teil da einfach rein investieren, ist schon hart. Ich glaube, ich sollte auch mal YouTube-Star werden. Vorsichtig, das ist nicht so lustig, wie man sich das vielleicht denkt. Ich will sie auch, ich will auch Groupies haben, die ich ins Bett bekomme, ehrlich gesagt. Glaub mir, das ist nicht so geil, wie du das dir vielleicht vorstellst. Warum, was bekommst du für Groupies, wenn ich fragen darf, sorry. Viele, also entweder ist es also Arsche und Haterinnen. Sorry, vom Typ Mensch meinte ich. Oder, ja, weil ich doch gerade erklären. Ich will doch gerade drüber erklären. Wenn du mal 2 Sekunden zuhören würdest, anstatt die ganze Zeit reinzulabern, dann würdest du es vielleicht wissen. Entweder du hast Weiber, die dich halt komplett von vornherein verarschen und halt nur, keine Ahnung, versuchen, irgendwas von dir rauszufinden, damit sie dich verarschen können und liegen können. Oder du hast irgendwelche Weiber, die dich so hoch in den Himmel loben, dass du irgendwie 200 Stufen über ihnen stehst. Und das ist vielleicht für den Anfang ganz witzig, weil die dir alles, zu alles, was du sagst, sagen die Ja und Amen und fragen gar nicht oder denken gar nicht groß drüber nach, sondern sagen einfach nur, was du hören willst. Das ist im ersten Moment vielleicht gar nicht so verkehrt und gar nicht so schlecht, aber das wird schnell langweilig, das sag ich dir. Du kommst bestimmt auch nochmal raus, oder? Bitte, ich verstehe nur eine, nicht alle. Alle drei reden. Ich meinte, du bekommst bestimmt auch Pussyfotos, ne, von den Groupies. Ich krieg einen ganzen Haufen Fotos aus verschiedenen Dingern. Von Männern, von Frauen. Schade, dass du das nicht leaken kannst. Das würde mich echt interessieren, du was. Gerade Männer. Ich würde es sowieso nicht leaken. Du bist das. Nein, das meinte ich nicht. Ich würde es sowieso nicht leaken, egal ob ich das könnte oder nicht. Ich könnte, klar, aber ich mache es nicht. Warum auch? Mann. Ich bin doch nicht so wie die Hater, Alter. Wie ist denn da so die Verteilung? Du hast ja auch schon mal von einem schwulen Pärchen diesen Dildo geschenkt bekommen. Also würdest du sagen, das ist so 50-50 Männer, Frauen an Fans jetzt, wie du sowas schickst. Dass Kindermittag ist. Ehrlich gesagt höre ich das erste Mal, dass mir ein schwules Pärchen irgendwas geschickt haben soll. Das war doch dieser riesengroße schwarze Luan da, der in die Kamera gezeigt hat. Das war von. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, dass das von einem schwulen Pärchen war. Ich weiß nur, dass ich das geschenkt bekommen habe, ja, aber von wem das war, keine Ahnung. Ich habe nie nachgeschaut. Ich habe auch nie eine Info davon gehabt, wer das war. Weißt du, was man machen muss, Drache? So ein Raum, wo man so Watch Together zusammen anschaut. Kennst du Watch Together? Ja, kenne ich. Ich habe sogar einen Account. Echt jetzt? Okay, dann kann man doch mal deine Videoclips nice. Anschauen. Das wäre doch geil. Das ist eine coole Idee. Nice. So alle zusammen deinen Videoclip anschauen. Das wäre echt nice. Vielleicht doch als Videoidee. Und du kannst es dann stoppen und kommentieren, wenn du willst. Ja, Mann, das wäre echt nice. Oder Dokus zusammen anschauen oder egal was, das wäre echt nice. Ja. Hey, ich hab's erfunden, gell, ich will verewigt werden. Spaß, Joke. Aber es wäre echt nice. Ja, wird Zeit, ne? Oh, süße Maus. Hallo. Hi. Wie geht's dir? Ja, gut, selbst? Voll die sympathische Stimme. Gut, oh, danke, gut, danke schön. Hast du einen Freund? Das ist eine Frage, die hat sie bestimmt noch nie gehört. Nee, höre ich nie, wirklich. Und? Hat wahrscheinlich generell keine Frau hier, die auf den Discord kommt oder so. Ich werde immer schüchtern dann. Hey, wir brauchen mehr Frauen hier, ganz ehrlich, Männer. Ja. Tu was. Also,
Also, meine Meinung. Nee. Muss man bloß dauernd duschen, Alter. Nee, sorry. Ja, was ist klar. Wie was? Es reift doch alles. Passt. Ja, ja, aber Frauen stehen jetzt so oft gereift. Weißt du, die wollen, dass du sauber bist und geduscht bist. Also ja, aber, aber duschen dürfte doch nicht so das Problem sein. Hier kommt jeden Morgen einmal nach dem Aufstehen, zack, drunter und dann hast du fertig quasi. Alter, viel zu viel Arbeit. Ja, also ich dusche jeden Tag. Also, wie gesagt. Also ich bin für 50% Frauenquote. Ja, finde ich gut. Nein, da müsste ich ja, da müsste ich ja. Nee, da müsste ich ja 100% mal 100% duschen, also nee, sorry. Ja, guck mal, dann baust du dir einfach dein ganses Setup da in der Dusche auf. Ja, ja, ich glaube das. Wollte gerade sagen. Okay. Ist das eine Idee oder nicht? Streamst du das? Auch. Das wird immer was Neues. Alter, du gehst nicht 100% duschen? Das war nicht. Mann, Alter, das ist Sarkasmus! 20%. Das sollte ja eigentlich klar sein, oder? Dekatetto. Ein Arm, mehr oder weniger. Jetzt sollen wir es überduschen. Rainer, wie oft duschst du? Das hat er doch gerade gesagt. Richtig duschen. Einmal im Monat. Richtig duschen oder generell. Weil ich gehe jedes Mal, nachdem ich auf dem Klo war, gehe ich unter die Dusche. Wasche mich unten rum und alles. Was? Ja. Ist das nicht über die Wasserverschwendung? Was weiß ich? Ja, hätte ich auch gesagt. Ja, schon, aber ich bin... Das Problem ist, ich sitze ja sehr viel. Ja. Und ich bin dadurch, dass ich sehr viel sitze, mein Vater war auch sehr viel gesessen mit seinem Beruf, ne, LKW-Fahrer, war halt auch sehr viel am Tag gesessen. Und er hat irgendwann mal eine Art Abszess am Hintern gehabt, wo operiert werden musste. Und die Sache ist, hat der Arzt halt gemeint, ja, wenn man viel sitzt, also beruflich und so weiter oder generell, müsste man eigentlich, ja, lach darüber nur, mein Gott. Geil, das Kindergarten, ey. Dann sollte man eigentlich regelmäßig duschen, weil durch das Schwitzen, wenn du sitzt, schwitzt er auch, ist ja klar. Ja. Also am Hintern halt. Und das ist ungesund. Weil mir fliegt es gerade schon richtig runter. Kein Scherz, also, du willst den heutigen Tag noch überleben, oder? War kein Scherz. Man darf doch nicht Scherze machen, Rainer. So, wieder zum Thema, Jay. Ist kein Scherz. Ja. Wie, ich weiß, eine Frau fragt mich, wie alt bist du ungefähr? Ungefähr. Ungefähr. Mitte was? Mitte 20. Oh. Okay. Nice. That's nice, nice. Du hast die erste Frage noch nicht beantwortet, ob du einen Freund hast. Ach, ich bin Single, ja. Okay, Interesse verloren. Oh. wie sie direkt alle hochfahren. Ja, ja. Nicht alle. Normal. So eine schöne Stimme, das macht's. Hot. Das Blut kocht, Männer. Jetzt mal beruhigen, Leute. Aber Jay, du hast mir doch neulich mal irgendwann erzählt, dass du neulich irgendwann Geburtstag gehabt hast, oder? Mhm. War da nicht was? Happy Birthday. Als wir das letzte Mal gequatscht haben oder so. Ja, ja. Ja, das stimmt, ja. Ja. Ist nicht so lange her. Stimmt. Rainer, wie geht eigentlich deine Freundin? Wie geht meine Freundin? Ja, wie sie geht. Gut ab, Alter. Oh, ach so. Ah, ja. Es wird schmutzig. Naja, wenn er fragt, wie sie geht, Alter. Wie es ihr geht, hat er, glaube ich, gefragt. Ja. Ach so. Ja, dann wie sie geht. Verrückt. Rollstuhl. Ja, direkt Freundschaftsanfrage. Ja, 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 ja. Hey, warum nicht? Ey? Warum nicht? Das war so klar, ey. Ja, hab ich nichts gegen, ist alles gut. Also, glaub meiner Info geht's ja nicht. Der Schlingel. Den Drachen habe ich auch geschickt. Alter! Wie ist das, Rainer? Sag mal, habt ihr echt keine vernünftigen Ernährung, keine vernünftige Ernährung, genau. Habt ihr keine vernünftige Erziehung genossen, Alter? Ich meine, ganz ehrlich, haben euch eure Eltern nicht beigebracht, dass man andere ausreden lässt? Also echt, ganz ehrlich, ich würde mich schämen an eurer Stelle. Hä, warum? Wenn man andere ständig unterbricht, Alter. Und ja, wer wurde denn unterbrochen? Das zeugt von einer schlechten Kindererziehung. Ja, aber Rainer, du wolltest doch die unterbrechen, oder? Ich wurde was gefragt und darauf habe ich reagiert. Und ihr labert hier alle tausendmal durcheinander, also. Weil die Leute halt ein laufendes Gespräch hatten, du wolltest doch dazwischen, aber okay. Ich wurde was gefragt und darauf habe ich reagiert. Und ihr habt was anderes dazwischen gelabert.
Okay. Warte, Dachi, hattest du nicht auch letztens Geburtstag? Ja, stimmt. Ja, ja, ich hatte neulich auch. Wie hast du gefeiert? Online. Echt? Ja, ging. Nachträglich übrigens noch. Danke sehr. Danke. Mit Corona schwer, nicht. Ne? Ja, ging halt nicht anders. Weißt du, tagsüber ein neues WG-Zimmer gestrichen und dann abends auf dem Discord eine Party gefeiert, etc. Mega entspannt. Ja, wir haben Cards Against Humanity gespielt, das war auch ganz gut. Ach, nice. Mhm. Ja, sehr cool. Sehr cool, sehr cool. So ein Kumpel hat so live Musik gespielt und so. War sehr cool, ja. Oh, richtig gut. Richtig gut. Oh, der hat mir eine eigene Version von Happy Birthday gespielt. Also, oh, cool. Ja, ich hab mich mega gefreut. Muss ich mir nochmal schicken, Mensch. Richtig gut. Ja, schick mal weiter, ne? Ich meine, es scheint ja so, dass wir gar nicht so weit auseinander Geburtstag gehabt haben. Nö, scheint so. Was müssen wir uns mal austauschen hier. Ob wir jetzt unsere Geburtsdaten liegen sollten, ich bin da ein bisschen vorsichtig. Nö, lieber nicht erstmal, ne? Nee. 11. September hab ich. 11. September? Das ist ein schöner Tag, ne? Ja, es ist ein guter Tag. Ja, ja, wann hast du denn Geburtstag? Ja, lieg ich jetzt nicht. Ach so, okay. Und welche KW? Was? Okay. Wow! Wow, stark! Direkt 100% hier. Das ist dann eine KW, das habe ich noch nie gehört, den Begriff. Kalenderwoche. Trotzdem wollen wir alle für Jay mal singen. Die geben sich aber richtig Mühe hier, ne? Also, Jay, ja, ja. Du merkst, du wirst umworben. Begattet. Ja, ist doch auch mal schön, oder? Ja, muss auch mal sein. Ja. Kannst ja nicht nur von allen abgelehnt werden, ne? Nee, das wäre ja auch schade, ne? Ja, das wäre ja Verschwendung. Tja. Und jetzt alle zusammen. Oh nein, das wird nichts. Das gibt die Latenzen des Todes. Wollen wir einfach mal alle zusammen singen? Oh mein Gott. Let's go, alles zusammen. Oh mein Gott. Wenn der Drache, gibt, dann machen wir was. Hier. Das ist richtig unangenehm, wenn alle so Happy Birthday singen, so wie damals in der Schule und so. Keine Sorge, ich sing nicht mit. Das kommt doch alles vom Herzen und ist generell definitiv nicht aufgesetzt. Ja, nein. Und das verfolgt doch keinen bestimmten Zweck, ne? Da ist raus. Da ist er weg. Oh, da ist er raus. Der, soll ich dir was sagen? Der kommt gar nicht klar, dass ich so mit dir bin. Der kommt gar nicht klar, dass wir ohne ihn da hingehen. Wo ist er hin? Wagen Sie es auch, die einzigen weiblichen Individuen hier. Hey Jay, wo du gesagt hast, du hast mir Freundschaft geschickt, der ist nicht damit klarkommen, der hat mich angehauen, obwohl er reingeredet hat, weißt du, man? Hi, Tulu! Leute, wenn ihr...